Der Druck steigt nicht nur auf Martin Schulz und über die Ressortverteilung und auch die Zukunft zum Beispiel des SPD-Parteivorsitzenden. In einem Kabinett Merkel muss ja noch gesprochen werden, hier und heute. Ja, darüber würde ich gleich gerne noch mal mit Ihnen sprechen. Ich will eins aufgreifen, was Sie vorhin gesagt haben, fand ich sehr spannend. Sie haben gesagt, Sie hören, dass es offenbar juristische Hindernisse gibt. Hören Sie etwas, worum es sich da drehen kann, was genau es sein könnte? Nein, ich bin selber kein Jurist. Es dringen ja immer nur einige Facetten nach außen. Es ist eben so, dass sowohl bei der Frage Gesundheit, vielmehr aber noch bei der Frage sachgrundlose Befristung, könnte man ja sagen, man schafft das alles ab oder man schafft Zwischenstufen. So einfach ist es aber nicht. Da hängt viel miteinander zusammen und ich kann Ihnen das jetzt in der Sekunde nicht genau beantworten. Vielleicht können das hinterher die Verhandlungsführer, wenn es denn soweit ist. Auf jeden Fall ist der Druck gewaltig, ich habe es gerade gesagt, auf alle Beteiligten hier. Allen ist auch klar, wenn man diese große Koalition will, dann muss man sich jetzt bewegen. Die letzten zwei Tage hatte ich so ein bisschen den Eindruck, war man selber davon entgeistert, wie schwer es voranging. Im Grunde genommen hatte man ja gehofft, dass man Sonntag klarkommt. Die zwei Tage, Montag und Dienstag, hatte man sich von Anfang an als Reservetage freigehalten. Aber im Moment ist es wirklich derart verhakt. Und auch die Grundsatzfrage, warum kommt nicht einfach die Union mal eben der SPD so entgegen, die stellt sich natürlich auch. Und da sagen Unionsvertreter, wir werden das auch gleich hören, Volker Bouffier unter anderem, so einfach ist das nicht. Wir sind gewählt vom Wähler. Auch unsere Wähler haben einen Anspruch auf das Programm, was wir ihnen versprochen haben. Und nur weil die SPD eine Mitgliederbefragung gestartet hat, können wir hier nicht jede Grundsatzposition über Bord werfen. Also, um es zusammenzufassen, Bewegung, das ist klar, in beide Richtungen muss es geben. Und Alexander Dobrindt, der Landesgruppenvorsitzende der CSU, er fängt den Reigen der Stimmen an, die wir Ihnen jetzt präsentieren wollen. Ja, heute muss das was werden. Ansonsten könnte sich das wahrscheinlich nicht leicht erklären lassen. Alle sind jetzt gefordert, sich aus ihren Schützengräben rauszubewegen. Eingraben geht jetzt nicht mehr und ja, die Stunde der Wahrheit, die naht. Sie kommen der SPD einfach entgegen und schon wird's was. Ja, genau so läuft es. Danke. Ja, wir haben ja gesagt, wir haben Montag und Dienstag als Puffer. Es muss heute auch fertig werden. Also es wird jetzt Zeit und die Bevölkerung erwartet, dass wir jetzt endlich mal Klarheit schaffen. Und die 15er Runde, wir tagen ja nun seit gestern ununterbrochen und wir werden auch heute den Tag brauchen, aber heute muss das entschieden werden. Bitte? Scheitern ausgeschlossen. Ich schließe überhaupt nichts aus und wir sind hart am Ringen. Sie kennen die Grundposition. Die Sozialdemokraten sagen, unser Parteitag hat uns ins Stammbuch geschrieben, wir müssen was mitbringen. Das verstehe ich. Andererseits, wir haben einen Wählerauftrag. Wir haben ja bei der Bundestagswahl um diese Themen gestritten und dass wir genau das nicht machen. Und deshalb kann es nicht nur darum gehen, was die Sozialdemokraten hier vortragen, sondern es geht auch darum, was die Union sagt. Und unsere Wähler erwarten von uns, dass wir unsere Position hier auch verteidigen. Da muss man schauen, ob es eine Schnittmenge gibt, die da für beide Seiten eine vernünftige Kompromisslösung darstellt. Das halte ich für möglich. Ob das gelingt, halte ich für offen. Was müssen Sie bei den Sozialdemokraten, die Bereitschaft zu schmerzhaften Kompromissen? Naja, schauen Sie mal. Am Ende ist doch eine alte Geschichte. Wir haben ein Wahlergebnis und das muss sich am Ende auch in der Politik irgendwo abbilden. Und deshalb kann man nicht jeden Kompromiss machen, um des lieben Friedens willen. Und deshalb ringen wir ja und gehen sehr intensiv vor und deshalb, ich halte es für möglich, aber gesichert ist hier gar nichts. Welche sind denn die Knackpunkte, die jetzt noch übrig bleiben? Ja, die kennen Sie ja, wir sind bei dem Thema der Gesundheitsdiskussion, der Gesundheitspolitik, Stichwort Bürgerversicherung, sachgrundlose Befristung. Wir haben eine ganze Fülle von Einzelpunkten, von denen ich glaube, dass man die erledigen kann. Es geht nicht nur um diese beiden Sachen, wir haben gestern gefühlt bestimmt 30 Sachverhalte gehabt, wo es unterschiedliche Positionen gibt, die man aber, glaube ich, vernünftig einen kann. Die beiden großen Punkte sind mit Sicherheit noch zu erledigen und ob das gelingt, wird man schauen. Was davon schwieriger von den beiden? Ist beides schwierig, ist doch klar. Ich verstehe, dass beide Parteien am Ende sagen müssen, nur das macht ja Sinn. Okay, was wir gefunden haben, ist eine vernünftige Lösung. Dem Bürger ist es vergleichsweise wurscht, ob die CDU oder die SPD sich durchgesetzt haben, sondern es geht darum, ob wir hier was Vernünftiges machen und etwas, was für 4 Jahre auch stabil ist.
Macht ja keinen Sinn, wenn wir nachher rausgehen und jeder erklärt, ja, eigentlich halte ich es für falsch. Also dann können wir nicht erwarten, dass die Bürger dieser Koalition Vertrauen entgegenbringen. Und das muss aber sein. Und insofern, ich halte das für möglich, aber ob es gelingt, ist unsicher. Ciao. Heute, glaube ich, haben wir die Verantwortung, alles zu geben, fertig zu werden. Ich wünsche mir, dass wir morgen ein positives Ergebnis haben und dass viele Menschen in Deutschland aufatmen können. Wir wollen und wir müssen heute fertig werden. Ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger warten jetzt lange genug auf ein Ergebnis und deshalb wollen wir heute auch zum Abschluss kommen. Ja, und Gesundheitspolitik oder Arbeitsmarkt, was ist der größte Knackpunkt? In beiden Bereichen muss noch was kommen. Beim Thema sachgrundlose Befristung, was wirklich viele, gerade junge Menschen umtreibt, dass sie sich von einem befristeten Vertrag zum anderen hangeln. Und auch beim Thema medizinische Versorgung werden wir uns noch einigen müssen. Das besprechen wir da drin und stellen es Ihnen später vor. Ja, also die stellvertretende SPD-Parteivorsitzende ist der Meinung, die Union muss der SPD mehr entgegenkommen. Volker Bouffier hat nochmal die Position der Union klar gemacht und er hat gesagt, ein Scheitern ist letzten Endes auch nicht auszuschließen. Also das wollen wir mal nicht hoffen. Man hat ja heute noch den ganzen Tag Zeit. Es könnte auch bis spät in die Nacht werden und morgen am Mittwoch wäre quasi dann der erste Tag, den man nicht mehr eingepreist hat, aber auch der steht ja noch zur Verfügung. Ungünstig wird es dann, wenn man Richtung Donnerstag kommt, denn dann ist Weiberfasnacht und das ist sicherlich ein ungünstiges Symbol, wenn hier parallel noch in Berlin um eine große Koalition gerungen werden würde. Gerd-Joachim von Fallor, also das sind ja jetzt mehrere Themen, würde ich sagen, die arbeiten wir mal nach und nach ab. Erstmal die kurze Nachfrage nach dem Ablauf. Gibt es irgendjemanden, der schon mal zumindest hinter den Kulissen angedeutet hat, na gut, wenn es bis Donnerstag, Freitag oder gar ins Wochenende dauern würde, dann ist das halt so oder will darüber natürlich keiner öffentlich sprechen? Also der gemeinsame Wille derer, die hier verhandeln, ist, dass man das heute am Dienstag zu Ende bringt. Ich habe es gerade dargestellt, eine Notwendigkeit dafür gibt es nicht, außer dass man vorher festgelegt hat, dass man bis Sonntag respektive bis zwei Reservetage, also bis Dienstagnacht fertig sein möchte. Man könnte sicherlich auch länger verhandeln. Letztlich wird es auch auf ein, zwei Stunden nicht ankommen, zum Beispiel um Mitternacht. Ich glaube nicht, dass man heute hier schon um 8 Uhr rauskommt, wenn man nicht geeint ist und sagt, wir verhandeln dann morgen weiter. Es ist aber auf der anderen Seite auch so, dass die Bundeskanzlerin morgen zum Beispiel den italienischen Ministerpräsidenten hier in Berlin zu Gast hat und die Geschäfte der Regierung gehen auch weiter. Also man hat nicht endlos Zeit und ganz klar, dieses Karnevalswochenende, das ist der Haupthemmschuh. Natürlich ist auch die Frage, wie man vor den Bürgern verantworten will, dass man hier stundenlang um die Fortsetzung einer großen Koalition ringt. Der Bürger ist unzufrieden. Er will jetzt endlich eine handlungsfähige Regierung. Und vielleicht hat er das ja auch auf Dauer verdient, nachdem am 24. September gewählt worden ist. Wenn man mal ausrechnet, so lange hat es in der Bundesrepublik Deutschland noch nie gedauert, bis eine neue Regierung gebildet werden konnte. Ja, und man vergisst das ja auch, dass es ja eine geschäftsführende große Koalition derzeit gibt. Insofern vielen Dank nochmal für den Hinweis, auch auf morgen. Kommen wir doch mal auf ein Thema, das nicht so, das wir immer mal wieder hier diskutiert haben, nämlich das Thema Finanzen. Da haben wir heute Vormittag auch den CSU-Abgeordneten Hans Michelbach gehört. Der hat gesagt, ich hatte mir das heute Vormittag aufgeschrieben, wir haben da eine Grenze eingezogen. Er hat das nicht weiter ausgeführt. Ich habe da sehr spitz zugehört und dachte mir, redet er von den 46 Milliarden Euro, die sozusagen zur Verfügung stehen? Oder so konnte man ihn, so konnte ich ihn fast verstehen, aber ich hoffe, Sie wissen mehr. Geht es da darum, dass man offenbar tatsächlich noch auch klarere finanzielle Spielräume benannt hat? Ist da irgendetwas bekannt geworden? Die Grenze, die eingezogen worden ist, sind die erwirtschafteten 45,9 Milliarden Euro, die zur Verfügung stehen, jetzt bei der Bildung dieser großen Koalition. So viel Geld hatte eine Koalition noch nie zur Verfügung. In anderen Jahren darf ich daran erinnern, dass man mit einem Minus gestartet ist. Wie haben das die Politiker all die Jahre gemacht? Übrigens, seit der ersten großen Koalition 1969 ist man einfach den Weg in die Neuverschuldung gegangen und hat feste Geld aufgenommen oder man hat Steuern erhöht. Und beides, das wird nicht mehr der Fall sein. Beides will die Union nicht und setzt das hier als essential auch ein. Und das hat Herr Michelbach auch gemeint. Das ist die Grenze. Es wird keinerlei Neuverschuldung neu aufgenommen werden. Und es wird auch keinerlei Steuererhöhung geben. Deswegen muss man dann fortfolgend mit dem Geld arbeiten, was dann
durch die gute Entwicklung prognostiziert von der Bundesregierung in den nächsten Jahren auch mehr reinkommen wird. Wie viel das ist, kann auch keiner genau sagen. 0,5% mehr als erwartet hat die Bundesregierung prognostiziert in der vergangenen Woche. Dieses Geld hat die Bundeskanzlerin ja auch schon adressiert, nämlich an die Entwicklungspolitik, in die Digitalisierung und in die Außen- und vor allen Dingen Verteidigungspolitik. Und da hat es hinter den Kulissen, wie gesagt, auch Auseinandersetzungen gegeben über die Frage, wie hoch soll denn der Verteidigungsetat noch werden. Sie erinnern sich vielleicht an die Diskussionen auch im Wahlkampf. Die Union ist geneigt, dem 2%-Ziel der NATO näher zu kommen. Die SPD möchte das auf keinen Fall, aber auch die Sozialdemokraten haben gesagt, natürlich braucht die Bundeswehr mehr Geld. Es gibt ja genügend Probleme, die da gelöst werden müssen mit Geld. Aber das 2%-Ziel, das wäre eine massivste Aufrüstung in Milliardenbeträgen, die sich die Sozialdemokraten nicht vorstellen können, die auch nicht zu stemmen sind für Deutschland. Auch die Union sagt, das ist jetzt nicht auf einmal so machbar. Aber da wird eben noch gestritten über die Milliarden, wohlgemerkt, die noch gar nicht da sind. Ja. Aber das Geld, was wir wahrscheinlich dann heute Abend, heute Nacht sehen, was in die verschiedenen Projekte fließt, das ist erstmal Geld, was in dem Koalitionsvertrag steht, was verteilt werden kann. Gerd-Jochen von Vollwagt, vielleicht klingt diese Frage ja naiv, aber hat irgendjemand auch mal an zumindest irgendeinem Punkt über das Sparen gesprochen? Also weniger Geld ausgeben? Ja, natürlich, beziehungsweise jein. Ich habe es gerade gesagt, die schwarze Null ist Ziel der Union. Die soll sich auch in diesem Koalitionsvertrag wiederfinden. Das ist ja ein sehr ambitioniertes Ziel. Schauen Sie sich mal in Europa und auf der Welt um. Da ist Deutschland sicherlich einer der Vorreiter, was die Frage angeht, sich Spielräume zu erarbeiten, die nachwachsenden jungen Generationen zu entlasten. Das ist ja ein Verdienst auch der großen Koalition der vergangenen Legislaturperiode, dass Deutschland diese schwarze Null jetzt schon, ich glaube, im fünften Jahr erreicht hat. Nein, ich glaube, im vierten Jahr, bin mir ganz sicher in hat der Sekunde. Aber auch was mit den auf jeden Fall Einnahmen schafft das. Naja, es schafft neue Spielräume. Natürlich hat das auch mit den sprudelnden Einnahmen zu tun, aber auch mit der Tatsache, dass der bisherige Finanzminister Wolfgang Schäuble bei allen Vorhaben sehr wohl darauf geachtet hat, dass dieses Geld nur ausgegeben werden kann, was vorhanden ist und dass eben keine Neuverschuldung passiert. Und ich habe es ja gerade ausgeführt, die letzten Jahrzehnte war es eben üblich, dass Politiker grundsätzlich den Weg in die Neuverschuldung gegangen sind. Damit ist jetzt Schluss und das soll auch diesmal bei dieser großen Koalition so sein. Okay, dann haben wir diesen Punkt Finanzen abgearbeitet und sind bei dem letzten Punkt, den Sie vorhin ja auch schon angesprochen haben, nämlich die Zukunft von Martin Schulz, auch vor dem Hintergrund der SPD-Mitgliederbefragung und vielleicht auch damit verbunden die Frage der Zukunft um Angela Merkel. Inwiefern wird das diskutiert bei Ihnen? A, also macht Angela Merkel die 4 Jahre voll und B, Martin Schulz, geht er ins Kabinett oder bleibt er, wie das manche vielleicht dann nennen würden, eine Lame Duck als nur Parteivorsitzender? Also ob Angela Merkel die 4 Jahre voll macht, die Frage ist schwer zu beantworten. Sie selber hat immer gesagt, sie tritt für 4 Jahre an und wird dann auch diese 4 Jahre beenden. Man muss sie da einfach beim Wort nehmen. Jetzt ist ja schon ein halbes Jahr um. Also mal sehen, wann diese Regierung dann wirklich ins Amt kommt und wie lange Angela Merkel dann macht. Es ist aber anzunehmen, dass sie versuchen wird, das dann in der Tat auch so zu gestalten. Da stellt sich dann innerhalb der Union allerdings die Frage, wie wird denn eines Tages ein Übergang zu einer anderen Person geschaffen werden? Das werden wir vielleicht schon bald sehen, indem wir schauen werden, wen Angela Merkel hier eventuell ins Kabinett beruft. Da ist ja immer wieder von Annegret Kramp-Karrenbauer die Rede, aber sie ist sicherlich nicht die Einzige. Und sollte sie hier im Kabinett erscheinen, ist das ja schon ein deutliches Zeichen, dass zumindest die CDU-Vorsitzende hier jemanden sieht, der eventuell ihr dann mal nachfolgen könnte. Ja, und Martin Schulz, ganz ehrlich, ich finde die Diskussion absolut müde. Wenn ich mir die Zeitung mit den 4 großen Buchstaben heute anschaue, dann kann ich nur sagen, das Ganze hat ja was von einer Hetzkampagne gegen den Mann. Natürlich hat er gesagt am 25. September, völlig klar, kann man nachsehen, kann man in den Archiven nachschauen, hat er gesagt, er wird nicht in das Kabinett von Angela Merkel eintreten. Er hat aber einen Tag vorher auch gesagt, es wird niemals eine neue große Koalition geben. Und die Zeiten haben sich eben extrem geändert in den letzten 5,5 Monaten. Und das muss man einfach auch ganz klar sehen. Und die Alternative, die zum Beispiel auch in dieser Zeitung angeboten wird, Martin Schulz wird sich dann verschärft um den Aufbau der SPD wieder kümmern. Ja, als Hinterbänkler neben Andrea Nahles, die dann Fraktionsvorsitzende ist, das ist bar jeglicher politischen Realität. Nein, jemand, der etwas bewegen will, der braucht eine Machtposition. Die hat man als Fraktions- und Parteichef, die hat man als Vizekanzler und Parteichef, aber nicht als Hinterbänkler und Parteichef. Und insofern sind diese Worte von Martin Schulz von damals genauso viel wert wie die Versicherung, er geht nicht in eine große Koalition mit der SPD. Und wir wissen,
wissen alle, wieso die SPD-Spitze zumindest diesen Weg jetzt gegangen ist. Staatspolitische Verantwortung ist ein Beispiel, was ich da nennen kann. Das andere ist eben, dass die Alternativen sich eigentlich nicht stellen und Neuwahlen, so wie das viele in der SPD suggerieren, gerade auch die Jusos, da bin ich dann mal gespannt, wer am Schluss dann die Verantwortung dafür übernimmt, wenn man dann das Ergebnis sehen wird. Gerd-Joachim von Fallor, vielen Dank rüber nach Berlin und vielen Dank auch für die klaren und deutlichen Einschätzungen.